Ja, guten Tag. Mein Name ist Hans-Günter Meyer-Thompson. Ich bin aus Hamburg. Ich bin Arzt im Krankenhaus, im Klinikum Ochsenzoll und seit Anfang der 90er Jahre erst ambulant in der Substitutionsbehandlung tätig und seit einigen Jahren auch klinisch. Zeitweilig auch im Ausland gearbeitet, meine Ausbildung auch zum Teil im Ausland erhalten und habe deshalb wahrscheinlich einen relativ guten Überblick, was Substitution so allgemein bedeutet. In den vergangenen Jahren bin ich Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin und dort ist das Thema, was ich zurzeit bearbeite, eben Substitution und ganz besonders die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, worauf ich im Einzelnen noch zu sprechen komme. Wie ist es? Wollt ihr Platz nehmen? Ein bisschen rumwandern? Nach Mexiko geht es Richtung Kirchenallee. Gut. 25 Jahre Palette. Was ich vortragen möchte, ist eine Bestandsaufnahme der Substitutionsbehandlung in Deutschland. Vor 25 Jahren wäre um diese Uhrzeit der Notarztwagen aus der Feuerwache am Berliner Tor bereits mindestens zweimal ausgerückt, um am Hansaplatz oder in den umliegenden Straßen irgendwo auf St. Georg einen Heroinkonsumenten mit Überdosierung zu behandeln. Heute gibt es, und das bereits seit vielen Jahren, in Hamburgs zentraler Feuerwache Rettungssanitäter in Ausbildung, die auch nach mehreren Monaten eine Heroinüberdosierung noch nie gesehen haben. Dieser kleine Ausschnitt aus der Hamburger Drogenszene mag verdeutlichen, dass irgendetwas Grundlegendes geschehen sein muss. Von jedem Blickwinkel aus betrachtet lautet die Erklärung, es hat Sinn gemacht, die ärztliche Abgabe von Opiaten an Opiatabhängige zu legalisieren und ein paar zusätzliche drogenpolitische Bausteine zu setzen. Die zweite Erklärung lautet, wenn vernünftige drogenpolitische und suchtmedizinische Vorschläge aus politisch-ideologischen Gründen blockiert werden, dann gibt es Tote. Die Substitutionsbehandlung, die Ende der 80er Jahre in anderen Ländern längst etabliert war, gibt dafür ein sehr anschauliches Beispiel, auch in ihrer aktuellen Weiterentwicklung. Vor 26 Jahren, am 1. März 1988, erhielten in Nordrhein-Westfalen die ersten Heroinabhängigen in Deutschland legal Levomethadon, also Polamidon, zur Behandlung ihrer Erkrankung. Frankfurt und Hamburg folgten kurze Zeit später. Seitdem ist die anfangs umstrittene Therapie mit einem Ersatzmittel für Heroin zur Behandlung der ersten Wahl geworden. Erste positive Erfahrungen mit der Substitutionsbehandlung wurden in Deutschland bereits zu Beginn der 1970er Jahre gemacht. Doch ein abstinenzorientiertes, besser gesagt fixiertes Bündnis aus Drogenhilfe und Therapie mit der Politik verhinderten die Einführung dieser Behandlung, was Tausenden von Konsumenten in den folgenden drei Jahrzehnten das Leben gekostet hat. Nach einem Vierteljahrhundert Substitutionsbehandlung in Deutschland sind die Ergebnisse und Erfolge so offenkundig wie in allen Ländern, in denen mit dem Aufkommen der HIV-Epidemie die Verschreibung von Opiaten bzw. Opioiden zur Behandlung der ersten Wahl bei dieser Form der Sucht geworden ist. Die Grundlagen sind weltweit gleich. Die Erkrankung fordert, Zitat, einen hochspezifischen Behandlungsbedarf. Die Patienten sind, Zitat, multimorbid, chronisch krank und stabile Abstinenz, also Opioidfreiheit, ist im langfristigen Verlauf ein seltenes Phänomen und mit bedeutsamen Risiken wie Tod oder Abbruch assoziiert. So schreibt Professor Wittchen 2011 in seiner vom Bundesministerium für Gesundheit beauftragten Premos-Studie über Substitution in Deutschland im Langzeitverlauf, aus der diese Zitate stammen, hat er 1624 Patienten über 6 Jahre begleitet und kam 2011 zu dem Ergebnis, Zitat, die langfristige Substitutionstherapie ist effektiv, die prioritären Substitutionsziele, zum Beispiel Haltequote, Sicherung des Überlebens, Reduktion von Drogenkonsum, Stabilisierung, gesellschaftliche Teilhabe und anderes, werden insgesamt erreicht. Wie aber steht es nun um die Substitutionsbehandlung in Deutschland im Detail? Deutschland hat im Vergleich mit der Schweiz, mit den Niederlanden und auch mit Österreich später angefangen, die Substitutionsbehandlung zu fördern. Erst einmal in Gang gekommen, hat die Zahl der Patienten allerdings zugenommen und erreicht heutzutage über 50% der Opioidabhängigen.
Die Altersverteilung in Behandlungszentren wie in Praxen zeigt, dass kaum jüngere Menschen neu in die Opiatabhängigkeit geraten, dass der Altersdurchschnitt stetig steigt und wie in anderen europäischen Ländern mit etablierter Substitutionsbehandlung mittlerweile bei Ende 30 bis Anfang 40, in Amsterdam bereits bei Ende 40 liegt. Anfang der 1990er Jahre, vor der Zulassung der Substitutionsbehandlung auf Bundesebene und noch einmal 2000, vor der Änderung der Zugangsbedingungen für die Substitutionsbehandlung, lag die Zahl der Drogentoten pro Jahr über 2000. Seitdem ist sie kontinuierlich gesunken und erst 2013 wieder angestiegen. Wer substituiert eigentlich in Deutschland? Das Rückgrat bilden niedergelassene Ärzte mit einer Patientenzahl bis 50. Die durchschnittliche Zahl der Patienten pro Arzt bzw. Ärztin ist über die Jahre auf knapp 30 angestiegen. Deutliche Unterschiede ergeben sich zwischen städtischen Zentren und eher ländlichen Gebieten. In manchen Regionen besteht wegen der geringen Anzahl substitutionsbereiter Ärztinnen und Ärzte de facto keine freie Arztwahl. Bevor Levomethadon, also Polamedon und später Methadon und ab 2000 auch Buprenorphin zugelassen wurden, mussten sich Ärzte notgedrungen mit Codeinpräparaten behelfen. 25 Jahre später sieht der Anteil der Medikamente an den Verordnungen gänzlich anders aus. Morphinähnliche Substanzen, also Vollagonisten wie Methadon, Levomethadon, Diamorphin oder auch Codein einerseits, also Vollagonisten, und die weniger starke Substanz Buprenorphin, als Subutex bekannt, andererseits sind verordnungsfähig, woraus sich unter deutschen Verhältnissen, also bei einigermaßen freier Medikamentenwahl durch Ärzte wie Patienten, eine Relation von 4:1 ergeben hat. Selbst das älter werdende Klientel sieht bei anhaltender Stabilisierung nur geringen Anlass, auf schwächer wirkende Buprenorphinpräparate zu wechseln. Es ist bedauerlich, dass Morphintabletten mit verzögerter Wirkung, die sich in Österreich und in der Schweiz bereits bewährt haben, in Deutschland voraussichtlich erst 2015 in der Substitutionsbehandlung verordnet werden dürfen. Über 70.000 Patienten mit einer chronischen Erkrankung sind eine Größenordnung, die für die Hersteller berechenbar und einträglich ist. Sanofi gewinnt mit Levomethadon, also Polamedon, ständig mehr Marktanteile im Vergleich mit Methadon. Bei den Buprenorphin-Monopräparaten muss sich Reckitt Benckiser den vormals monopolisierten Markt mittlerweile mit einem halben Dutzend konkurrierender Anbieter teilen und hat nur noch einen Marktanteil um 50%. Das Kombinationspräparat Buprenorphin-Naloxon, also Suboxone, spielt in Deutschland keine große Rolle. Weniger als 5% hält dieses Präparat an der Gesamtheit der verordneten Substitutionsmittel. Die restriktive Zulassung zur Behandlung mit Diamorphin, also Heroin, sowie die mangelnde Bereitschaft der Kommunen hat eine Ausweitung dieser Behandlungsform verhindert, obwohl aus der Schweiz bekannt ist, dass Indikation und Bedarf weitaus höher liegen als der unter 1% liegende Anteil der Verordnungen von Diamorphin-Heroin an Substitutionsmedikamenten in Deutschland. Der Erfolg der Substitutionsbehandlung zeigt sich besonders augenfällig in der Verlaufsstatistik des Robert-Koch-Instituts zur Entwicklung der HIV-Infektionen. Weniger als 200 Drogenkonsumenten pro Jahr infizieren sich heutzutage mit der Immunschwächekrankheit. Und diese Zahl ist stetig zurückgegangen. Ende der 1980er Jahre waren es mehr als 5-mal pro Jahr so viel. Damit steht Deutschland im internationalen Vergleich sehr gut da. Daran hat Substitution als Bestandteil eines umfassenden Konzepts zur Schadensminderung neben der Abgabe von Nadeln und Spritzen und der Einrichtung von Konsumräumen einen entscheidenden Anteil gehabt. Was die Abkürzungen betrifft, in intravenöser Drogenkonsum ist die kleine hellblaue, ist der kleine hellblaue Balken über dem sehr dunklen Balken für MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben. Man sieht, dass der praktisch gleich geblieben ist, ein bisschen schwächer geworden ist und eben unter 200 pro Jahr liegt. Das sind immer Halbjahreszahlen, man muss sich nicht täuschen lassen. Es darf auch behauptet werden, dass die Behandlung HIV-infizierter Substitutionspatienten in Deutschland gut verläuft. Das ist nicht überall so. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Die Schwerpunktpraxen und spezialisierten Behandlungszentren haben sich auf diese Patientengruppe längst eingestellt. Und was die Adhärenz, also die Therapietreue betrifft, so stehen Substituierte anderen Patientengruppen nicht nach. HIV-Patienten profitieren unter Substitution in gleichem Maße von einer antiretroviralen Therapie wie Patienten aus anderen Risikogruppen. Allenfalls ist ein Gefälle in der Versorgungsqualität zwischen Stadt und Land zu beobachten, aber das gilt für andere Krankheiten auch. Die Behandlung der Opiatabhängigkeit mit Substitutionsmedikamenten hat neben den individuellen und gesundheitspolitischen Effekten auch bedeutende Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit gezeigt. Viele vormals von Drogen- und Beschaffungskriminalität geprägte Stadtteile in den Metropolen gelten heute als sicher, sind teilweise zu begehrten innerstädtischen Wohnlagen geworden. Ein etwas böses Wort, das wir zeitweilig geprägt haben, lautet: Durch Substitution haben wir die Gentrifizierung von St. Georg ganz schön vorangetrieben. Spritzen und Nadeln sind von den Spielplätzen in Deutschland praktisch verschwunden. Die Auswertung der Prämos-Daten über das Legalverhalten von Substitutionspatienten zeigen, Zitat, eine signifikante und klinisch relevante Abnahme des kriminellen Verhaltens von opioidabhängigen Patienten in der Langzeiterhaltungstherapie. Bitte? Prämos ist diese Studie, die Herr Wittchen, die ich anfangs schon erwähnt habe, mit 1634 Patienten über 6 Jahre. Da hat man das unter diesem Aspekt auch beobachtet. Straffälligkeit, Haft, Anzeigen, Verfahren überhaupt. Und hat eben festgestellt, absolut rückläufig. Die Erhaltungstherapie, also die Substitution, senkt Drogenassoziierte wie auch direkte Beschaffungskriminalität. In der Praxis und in der Qualität der Therapie zeigen sich aber auch Schattenseiten der Substitutionsbehandlung, vor allem bei den Dosierungen. Zitat aus Prämos: Insgesamt kann für die Stichprobe festgehalten werden, dass bei einem nicht unerheblichen Anteil der Patienten das Dosierungsmittel sehr niedrig dosiert ist und die empfohlene Erhaltungsdosis im langfristigen Verlauf zu allen Erhebungszeitpunkten bei etwa einem Drittel der Patienten unterschritten wird. Zitat Ende. Was nur zeigt, dass auch unter Substitutionsärzten die Pharmaka zur Behandlung der Abhängigkeit häufig nicht als Medikamente, sondern als Ersatzdrogen angesehen werden, die man möglichst niedrig dosieren muss. In der Substitutionsbehandlung lässt sich aber nicht von hohen oder niedrigen Dosierungen sprechen, sondern nur von falschen oder eben der richtigen. Und die muss individuell gefunden werden. Es besteht weiterhin ein erheblicher Fortbildungsbedarf, auch und gerade in Hinsicht auf das Verständnis von dieser Suchterkrankung, die bei Versuchen, die Medikamente abzusetzen, zu einem sehr hohen Teil in Rückfälle mündet. Und es besteht Bedarf in Hinsicht auf den Abbau von Vorurteilen, die sich auch in der substituierenden Ärzteschaft finden lassen. Es gibt aber auch auf Patientenseite ein Verständnis hinsichtlich der Substitution, das möglichst niedrige Dosierungen als erstrebenswert gelten lässt. Dieses Verständnis von Substitution bahnt geradezu den sogenannten Beikonsum von zusätzlichen Substitutionsmedikamenten, von illegalen Opiaten oder auch von anderen Substanzen. Weltweit tritt in Substitutionsbehandlungen das Phänomen auf, dass ein hoher Prozentsatz der Patienten einen sogenannten Beikonsum von Benzodiazepinen, Alkohol, Kokain, Opiaten und anderen Substanzen betreibt. Dieser Begriff ist aus medizinischer Sicht nicht korrekt und sollte durch den Terminus komorbider Substanzgebrauch ersetzt werden. Es handelt sich bei diesem Substanzgebrauch entweder um eine Folge zu niedriger Dosierung von Substitutionsmedikamenten oder um das Symptom einer Mehrfachabhängigkeit oder um eine Suchtverlagerung von der primären Opioidabhängigkeit auf andere Substanzen. Wie dieses Gebrauchsmuster am besten zu behandeln ist, ist weltweit Gegenstand wissenschaftlicher und praktischer Diskussionen, bislang ohne befriedigende Antwort. Disziplinarische Beendigungen der Substitution werden jedenfalls Patienten und ihrer Erkrankung nicht gerecht. Zu fordern sind psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungskonzepte, die auf die psychische Begleit- oder Grunderkrankung eingehen. Was die Behandlung der am weitesten verbreiteten infektiösen Begleitkrankheit Hepatitis C betrifft, so haben Deutsche AIDS-Hilfe und YES, also die Selbsthilfeorganisation Junkies, ehemalige und Substituierte e.V., sowie die Prämos-Studie aufgezeigt, dass weitaus mehr Substituierten diese Therapie zukommen könnte. Immerhin jede dritte HCV-Neuinfektion tritt bei IV-Drogenkonsumenten auf.
Die Prävalenz, die Verbreitung unter HIV-Drogenabhängigen in Deutschland liegt zwischen 60% und 80%. Mit den neuen Substanzen kann nun endlich eine Heilungsquote von über 90% erzielt werden. Bereits die unlängst dieses Jahr zugelassenen versprechen Virusfreiheit bei 9 von 10 Patienten. Die demnächst zur Verfügung stehenden Kombinationspräparate dürften auch eine mögliche Resistenzbildung ausschließen. Die Preise allerdings sind unverschämt. Empfohlen wird deshalb verschiedentlich, aktuell nur denjenigen HCV-Infizierten, diejenigen zu behandeln, bei denen eine dringende Indikation sofort vorliegt. Bei manchen anderen ist es zu verantworten, die Behandlung erst zu beginnen, wenn die Medikamentenpreise ein Jahr nach Zulassung deutlich gesenkt werden. In zahlreichen Studien ist gut belegt, dass substituierte HCV-Patienten, die mit gleichen Erfolgsaussichten behandelt werden können wie nicht-Opioidabhängige. Und bereits für die interferonbasierte Behandlung galt, Zitat, mit Interferon behandelte HCV-Patienten hatten tendenziell bessere substitutionsbezogene Outcomes als Patienten, die nicht mit Interferon behandelt wurden. Was auf gut Deutsch heißt, wer substituiert wird und einen positiven Hepatitis C-Befund hat, also noch aktiv infiziert ist, sollte auch wirklich behandelt werden. Nicht befriedigend sieht es aus hinsichtlich der Behandlung psychisch komorbider Opiatabhängiger. Die Suchtmedizin ist und bleibt ein ungeliebtes Kind der Psychiatrie. Allein das Wirkprofil von Opiaten weist schon darauf hin, dass deren Konsumenten eine hohe Wahrscheinlichkeit für depressive Störungen und Angsterkrankungen aufweisen, die in vielen Fällen der Opiatabhängigkeit vorausgingen. Doch es ist nicht gelungen, dieser Patientengruppe die ambulante, psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung zugänglich zu machen. Die Situation bleibt, so schreibt Seuker bereits vor 10 Jahren, beunruhigend defizitär. Und auch die klinischen Abteilungen, die gezielt Patienten mit Suchterkrankungen und psychischen Komorbiditäten behandeln, sind rar gesät in Deutschland. Zitat, hinsichtlich schwerer, chronischer, psychischer Störungen besteht Unter- und Mangelversorgung, stellt die Premmer-Studie fest. Substitution und Kindeswohl, der Streit der Konzepte. Die Situation, so schreibt Premmers bereits, die Situation von Frauen mit Kindern ist nachgeburtlich problemreich. Das Ausmaß von abgestimmter Hilfe und Unterstützung defizitär, schlussfolgert Premmers. 2 Todesfälle von Kindern, Kevin 2006 in Bremen und Chantal 2011 in Hamburg, haben auf grausame Weise Öffentlichkeit und Fachwelt darauf aufmerksam gemacht, dass es um das Wohl von Kindern bei substituierten Eltern nicht immer gut bestellt ist. Die Diskussion in Öffentlichkeit und Fachwelt, wie das Kindeswohl in Haushalten substituierter Eltern gesichert werden kann, ist nicht abgeschlossen. Ob penible Kontrollen, flächendeckende Haarproben und generell eingeschränkte Mitgaben der Medikamente erfolgreicher sind als Konzepte, die vor allem auf enge Kooperation der Ärzte mit Jugendämtern bzw. allgemeinen sozialen Diensten und psychosozialen Behandlungseinrichtungen setzen, muss sich erst noch herausstellen. Die Bundesärztekammer hat 2012 dazu festgestellt, dass die rechtlichen Voraussetzungen der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung und die Richtlinien der Bundesärztekammer ausreichend Instrumente bieten, für eine individuelle Therapie substituierter Eltern zu sorgen und gleichwohl das Wohl ihrer Kinder zu beachten. Sonderregelungen für diese Patientengruppe, die über ein vernünftiges, individuell abgestimmtes Maß an Kontrolle hinausgehen, lassen sich daraus nicht herleiten. Erst allmählich hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass viele Opioidabhängige biologisch mehrere Jahre vorgealtert sind und ihr Leben häufig eine kaum unterbrochene Abfolge von Traumata, Ausgrenzungen, Verlust von Freunden durch frühzeitigen Tod, physischen und psychischen Erkrankungen, erzwungenen Abstinenzversuchen mit Rückfällen, sozialen Abstürzen und langjährigen Inhaftierungen aufweist. Und das Stigma der Opioidabhängigkeit tragen sie auch als Langzeitsubstituierte. Die demografische Entwicklung der Substitutionspatienten erfordert Veränderungen im ambulanten und heimgestützten System, Versorgungssystem für alternde und alte Menschen. Ob die bestehenden Einrichtungen diese Patienten integrieren können oder auch spezielle Einrichtungen geschaffen werden sollten, wird weiterhin diskutiert und ausprobiert werden müssen.
Mitte bis Ende der 80er Jahre lebten rund 1000 opioidabhängige Deutsche in Amsterdam und in anderen niederländischen Städten, die geflohen waren vor der justiziellen Verfolgung und vor dem auf absolute Abstinenz setzenden deutschen Drogenhilfesysteme. Der Druck, den damals der deutsche Hilfsverein Amok in Amsterdam in Richtung Deutschland aufbaute, und die umfassenden Hilfs- und Fortbildungsangebote des Amsterdamer Gesundheitsamtes haben viel dazu beigetragen, dass 1988 Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Frankfurt und später weitere Kommunen überhaupt mit Substitutionsprogrammen anfingen. Heute ist Deutschland selbst Fluchtpunkt für Opioidmigranten, auch wenn das nicht so richtig wahrgenommen wird. Ein Blick auf die Schaubilder des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass im zurückliegenden Jahr fast jeder dritte neu mit HIV infizierte Drogenkonsument aus dem Ausland stammt, vornehmlich aus osteuropäischen Ländern, also aus jenen Ländern, die Substitution verbieten oder klein halten: Russland, Ukraine, Polen, Rumänien und Ex-Jugoslawien. Weder gibt es gezielte Public-Health-Strategien im Hinblick auf diese Gruppe hierzulande, noch kann die deutsche Drogenpolitik in großem Umfang Einfluss nehmen auf die HIV-Prävention östlich der Oder. Die Vereinbarung mit Polen und die Unterstützung des Drogenhilfesystems in der Ukraine und in Zentral- und Südasien sind immerhin ein lobenswerter Schritt. Eine kluge HIV-Prävention lässt in vielen Ländern des ehemaligen Ostblocks aber weiterhin auf sich warten. Die halboffenen Grenzen zum Westen Europas lassen zudem befürchten, dass auch wir es bald mit einer steigenden Anzahl multiresistenter Tuberkulosefälle zu tun haben könnten, die infolge der Verelendung von HIV-infizierten Drogenabhängigen in der ehemaligen UdSSR und in angrenzenden Staaten zu beobachten sind. Geradezu betrogen müssen sich jene Heroinabhängige vorkommen, die nach allen Kriterien als schwerstabhängig bezeichnet werden dürfen und bei denen also ein Behandlungsversuch mit Diamorphin, also Heroin selbst, aussichtsreich sein könnte. Gerade mal um die 500 Patienten werden auch 12 Jahre nach Beginn dieser Behandlungsform in Deutschland und bald 5 Jahre nach der Zulassung als verordnungsfähiges Medikament mit dem Originalwirkstoff substituiert. Nach der wissenschaftlichen Versuchsphase wurde die Latte für die Betreiber von Heroinambulanzen so hochgelegt, dass die Kommunen vor den Kosten zurückschrecken und kaum ein privater oder gemeinnütziger Träger das wirtschaftliche Risiko zu tragen bereit ist. Es sind seit der Zulassung von Diamorphin lediglich in Berlin und in Stuttgart neue Ambulanzen eingerichtet worden. Zum anderen sind die Zugangsvoraussetzungen für den einzelnen Patienten erheblich strenger reglementiert als für die anderen Substitute, sodass infolgedessen weniger als 1% der Substitutionspatienten in Deutschland dieses Mittel erhalten, obwohl nach allen Erfahrungen aus der Schweiz und aus anderen Ländern mit Heroinprogrammen die 5- bis 10-fache Anzahl die Indikation für diese Behandlung aufweisen könnte. Die Erfahrung mit der Diamorphinbehandlung in der Schweiz, in den Niederlanden und seit einem Jahrzehnt auch in Deutschland empfehlen, Heroin ohne besondere verschärfte Zugangsbedingungen neben den herkömmlichen Medikamenten einzustufen und, wie in der Schweiz, die Substanz auch in Tablettenform zuzulassen, um die Patienten von der risikoreichen intravenösen Form der Einnahme abzubringen. Substitution in Haft. Etwa 30% aller männlichen und über 50% aller weiblichen Gefangenen sind intravenös konsumierende Drogenabhängige in Deutschland. Aber nur in gerade 3 von 4 Haftanstalten gibt es Substitutionsbehandlung. Einige Bundesländer unterhalten so gut wie keine medikamentengestützten Therapien in Haft, zum Beispiel Bayern. Bei Haftantritt müssen 2/3 der vormaligen Substitutionspatienten die Behandlung abbrechen. Bei den übrigen wird mehrheitlich auf Abstinenz orientiert, also abdosiert. In Hamburg haben sich die Gefängnisärzte, nachdem im Schill-Senat beschlossen worden ist, vom damaligen Justizsenator vorangebracht, nämlich die Patienten aus der Substitution entlassen, haben sich die Gefängnisärzte entschlossen, das zu machen. Die haben dann jeden Monat 0,1 Milliliter abdosiert oder auch nur einen Tropfen. Damit waren sie offiziell auf der Linie, haben aber ganz deutlich gemacht, wir dosieren auch wieder hoch, wenn die Patienten entlassen werden. Das ist zum Glück vom Tisch. Inzwischen wird in Hamburger Gefängnissen wieder ganz normal und ordentlich substituiert. Aber auch in Hamburg hat es diesen Versuch gegeben von Kusch, so hieß der Justizsenator damals,
die gesamte Behandlung einzudampfen. Und die Hamburger Gefängnisärzte haben sich da sehr schlau verhalten, finde ich. Noch immer, die Folgen dieser Behandlungsverweigerung in Gefängnissen sind bekannt. Noch immer teilen sich nach einer Aufstellung von vor 5 Jahren 21% der drogengebrauchenden Gefangenen manchmal oder immer Spritzen und Nadeln im Gefängnis. Dass allerdings eine rasche Ausweitung der Substitutionsbehandlung in Haftanstalten möglich ist und Vorteile für die einzelnen Gefangenen und für die Haftbedingungen insgesamt bringt, hat das Justizministerium in Düsseldorf in Zusammenarbeit mit den Ärztekammern in Nordrhein-Westfalen unlängst bewiesen. Die haben innerhalb von 1,5 Jahren die Anzahl der Behandlungsplätze auf 1.300 gesteigert und ihre Gefängnisärzte angewiesen zu substituieren. Das war vorher nicht der Fall. Man darf deshalb die Unwilligkeit der zuständigen Länderjustizministerkonferenz, das Thema Substitution in Haft ernsthaft anzugehen, als fortgesetzte Verweigerung einer längst als Therapie der ersten Wahl anerkannten Behandlung bezeichnen. Denn, Zitat, jeder Gefangene hat einen Rechtsanspruch auf eine angemessene, den üblichen Standards der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechende medizinische Versorgung während der Inhaftierung, schreibt Heino Stöver. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht hat wegen eines Falls von Substitutionsverweigerung in Bayern bei einem HIV- und HCV-infizierten Häftling, der zusätzlich ein Schmerzsyndrom hat, die Bundesregierung zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die Antwort ist leider nicht öffentlich, jedenfalls noch nicht. Im Maßregelvollzug nach § 64 Strafgesetzbuch ist mittlerweile jeder zweite Patient drogenabhängig. Trotzdem findet eine Substitutionsbehandlung noch seltener als im Normalvollzug statt. So war jedenfalls die Lage von vor 2 Jahren. Zur psychosozialen Betreuung. Zur Substitutionsbehandlung gehört in Deutschland die PSB, also die psychosoziale Betreuung oder auch Behandlung, von der BTMVV, der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, vorgeschrieben und nach verschiedenen Modellen finanziert. Unverständlich bleibt, dass Länder und Kommunen diese Kosten alleine tragen und die Krankenkassen sich nicht daran beteiligen müssen. Die tägliche Praxis, das heißt die Kooperation zwischen ärztlicher Behandlung und den PSB-Einrichtungen, hat sich über viele Jahre bewährt. Verwunderlich bleibt, dass es weiterhin an einheitlichen Mindeststandards für die Fortbildung der PSB-Kräfte und auch an Qualitätskriterien für die Arbeit selbst mangelt. Auch fehlt nach wie vor, Zitat, eine empirische Basis zum Stellenwert und zu der Wirksamkeit der verschiedenen Formate und Modalitäten der psychosozialen Beratungsinterventionen im Langzeitverlauf, schreibt Wittchen in Premos. Obwohl erhebliche Summen in die PSB-Versorgung investiert werden, ist nach wie vor völlig unklar, ob, wann und wie viel PSB nötig ist. Und wichtig ist, und wann Patienten davon profitieren und wann nicht oder nicht mehr. Die vom CIS, also vom Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung in Hamburg, durchgeführte Heroinstudie hat zwar gezeigt, dass Nutzer der PSB günstigere Behandlungsergebnisse als Nichtnutzer zeigen. Sie hat aber gleichzeitig festgestellt, dass es keine Hinweise darauf gibt, welche Betreuungsformen und psychosoziale Interventionen für welche Klientengruppen indiziert sind und wie lange sie durchgeführt werden müssen. Wenn die Verpflichtung zur PSB aus der BTMVV gestrichen wird, dann werden sich die PSB-Einrichtungen darauf einstellen müssen, ihre Behandlungskonzepte vermehrt auf die individuellen Bedarfe ihrer Klienten einzustellen und auszurichten und zusätzliche Finanzierungsmodelle zu finden. Sonst werden ihnen die Fördermittel entzogen. Einige Kommunen warten nur darauf, im Sozialhaushalt sparen zu können. Viele unserer Patienten werden durch die Behandlung wieder arbeits- und erwerbsfähig. Die tatsächlichen Zahlen zur Teilhabe am Arbeitsleben sehen aber nicht gut aus. Der Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, kurz GVS, hat dazu für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Vorschläge vorgelegt. Ein längeres Zitat. Teilhabe, gerade in Bezug auf den Kontext Arbeit und Beruf, schafft viele Anreize, die helfen, den Verlauf der Substitutionsbehandlung, den grundsätzlichen Krankheitsverlauf besser und erträglicher zu gestalten. Das steht außer Frage. Menschen in Substitution unterliegen aber, und hier vor allem die Langzeitarbeitslosen unter ihnen, multiplen Vermittlungshemmnissen und sind mit zunehmender Behandlungsdauer in ihrer Beschäftigungsfähigkeit eingeschränkt. Die deutsche Suchthilfestatistik weist 62% der Substituierten als arbeitslos aus. Davon 95% seit mehr als einem Jahr. Die Substitutionsbehandlung
führt laut Premo-Studie zwar insgesamt zu einer Verbesserung der beruflichen Situation. Der Anteil der Arbeitslosen sinkt über 6 Jahre Behandlung von 51 auf 42%. Von den durchschnittlichen Zahlen der Allgemeinbevölkerung ist die Gruppe der substituierten Menschen aber immer noch meilenweit entfernt. Unabhängig, es ist immer noch ein Zitat, von den individuell natürlich sehr unterschiedlichen Möglichkeiten, müssen wir die Substitutionsbehandlung auch als Förderinstrument erhalten. Teilhabeorientierung braucht Ziele in der Behandlung. Zielvereinbarungen können individuell gestaltet, verabredet und situativ angepasst werden. Zwar werden auf der einen Seite immer wieder zu Recht fehlende Fördermaßnahmen, zu kurzgreifende Integrationsstrategien und ein Hang zur Ausgrenzung moniert. Hier ist die Politik gefordert. Die Substitutionsbehandlung selbst kann aber, besonders auch bei Menschen mit identifizierten Ressourcen, mit einer individuellen Ausrichtung und Zielorientierung in der Behandlung, das ihre zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit beitragen. Die Begleitung der Teilhabeverbesserung und Förderung ist dabei originäre Aufgabe der psychosozialen Betreuung. Dem ist mit einer Einschränkung, das Zitat ist zu Ende, weitgehend zuzustimmen. Die Dauer der Behandlung schränkt die Beschäftigungsfähigkeit nicht ein. Eine gut verlaufende Substitutionsbehandlung ermöglicht auch nach vielen Jahren die Ausübung so gut wie aller Berufe, wie zahllose Beispiele aus Hamburg, wie aus dem In- und aus dem Ausland zeigen. Es ist ein Irrtum zu glauben, Substitutionspatienten würden sich auf Kosten des Staates und der gesetzlichen Krankenversicherung ein drogenumnebeltes Leben gönnen wollen. Die Mehrheit unserer Patienten leidet an ihrer Sucht und hat den Wunsch, ohne Substitut auskommen zu können. Der Versuch, die medikamentöse Behandlung beenden zu wollen, ist deshalb nach Kräften zu fördern bei jenen Patienten bzw. Klienten, die das anstreben und die dafür geeignet erscheinen. Tatsächlich werden die Möglichkeiten und Potenziale einer Abstinenzmotivierung und qualifizierten Abstinenzförderung in der Substitutionstherapie nicht ausgeschöpft. Der Mangel an Psychotherapie für dieses Klientel hat daran einen nicht geringen Anteil, behaupte ich. Nicht außer Acht gelassen werden darf aber, dass weltweit nach fast 50 Jahren Erfahrung in der Substitutionsbehandlung eine Rückfallquote bis zu 90% nach Absetzen der Medikation beobachtet wird. Die Erwartung, mit der Erhaltungstherapie zur Opiatfreiheit zu gelangen, also das alte Stichwort Maintenance to Abstinence, hat sich in den allermeisten Fällen als falsch erwiesen. Der typische Opiathunger ist ein Phänomen dieser chronisch rezidivierend verlaufenden Erkrankung, für das weiterhin eine letzte Erklärung aussteht. Auch mangelt es an Forschung, welche Faktoren ein Leben ohne Opioide oder Opiate nach langjähriger Abhängigkeit begünstigen. Wünschenswert sind deshalb die Entwicklung interprofessioneller Konzepte und die Vernetzung von substitutionsgestützten und abstinenzorientierten Hilfen. Insbesondere sind Übergänge von der Substitutionstherapie zur gegebenenfalls auch substitutionsgestützten, ambulanten und stationären Rehabilitation erforderlich. Stichwort medizinische Rehabilitation. Nebenbei spricht man eigentlich bei anderen chronischen Erkrankungen, beispielsweise bei Hochdruck oder Diabetes, von Abstinenz, wenn es im Laufe der Behandlung gelingt, Blutdruck bzw. Blutzucker auch ohne Medikamente zu normalisieren, hat der Begriff Abstinenz im Zusammenhang mit der Substitutionsbehandlung nicht einen Unterton, diese Medikamente weiterhin als Ersatzdrogen anzusehen? Im ärztlichen Substitutionsbereich sehen wir uns von Regelwerken und gesetzlichen Vorgaben geradezu ummauert. Nirgendwo in Europa werden so viele Verfahren gegen Substitutionsärzte geführt wie in Deutschland. Das liegt nicht an der besonderen kriminellen Energie der Substitutionsärzte zwischen Nordfriesland und dem Allgäu. Das liegt an den hiesigen Gesetzen und Verordnungen. Diese wurden ursprünglich und maßgeblich von den Gegnern der Substitutionsbehandlung geprägt und auch nach mehreren Novellierungen steht gegen jede Evidenz das Abstinenzdogma als Zielverantwortung. Die Substitutionsärzte wiederum laufen Gefahr, bei patientenorientierter, richt- und leitlinienkonformer und den Realitäten des Lebens angepasster Behandlungsstrategie als Dealer in Weiß verfolgt zu werden. Die Patienten selbst werden vom Regelwerk gegängelt, wie es in anderen Ländern mit einer entwickelten Substitutionsmedizin in dieser Form nicht üblich ist. Die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin hat deshalb 2012
die Beschlüsse mehrerer deutscher Ärztetage seit 2008 und der Bundesärztekammer aufgenommen, das Substitutionsrecht mit den Evidence-Based-Richtlinien der Bundesärztekammer von 2010 und mit den Leitlinien der WHO zur Substitutionsbehandlung in Übereinstimmung zu bringen. Das Motto lautet, das Recht muss der Wissenschaft folgen. Die BTMVV, also die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, hat nach unserer Ansicht den Verkehr, die Verordnung und die Dokumentation von Betäubungsmitteln zu regeln. Indikationen und Therapievorschriften hingegen sind nicht in der Verordnung, sondern in Richt- und Leitlinien der verfassten Ärzteschaft zu regeln. Verstöße und Behandlungsfehler gehören entsprechend in die Qualitätskontrolle bzw. vor die Berufsgerichtsbarkeit der Landesärztekammer. Im Bundesgesundheitsministerium kursiert aktuell eine Ausarbeitung von Alternativen im Substitutionsrecht, die hoffen lässt, dass da eine akzeptable Reform der rechtlichen Grundlagen mehrheitsfähig ist. Ein weiteres entmündigendes Element tritt durch das Honorarwesen hinzu. Ursprünglich waren die Vergütungssätze vergleichsweise großzügig angelegt worden, um der Ärzteschaft einen finanziellen Anreiz zu bieten, sich diese ungeliebte Patientengruppe in die Praxen zu holen. Damit sollte auch der Sicherstellungsauftrag, den die kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland für die ambulante Behandlung haben, erfüllt werden. Diese Rechnung ist weitgehend aufgegangen. Daraus haben sich allerdings zwei ungute Stränge entwickelt. Das bereits erwähnte Regelwerk schreibt den Ärzten regelmäßige Gespräche vor, die in diesem Umfang, in diesem geforderten Umfang, überhaupt nicht honoriert werden. Und zum Zweiten wird hauptsächlich die unmittelbare Vergabe des Substituts in Praxen und Ambulanzen unter Sicht honoriert. Folglich bedeutet jeder Patient, der zur Mitgabe des Substituts aus der Apotheke befähigt ist, einen Einnahmeverlust. Behandlungsziel und Betriebswirtschaft geraten so in einen Widerspruch, der den Belangen der Patienten wie der Ärzteschaft gleichermaßen abträglich ist. Überdies ist die Beteiligung der Apotheken an der Versorgung der Substitutionspatienten in weiten Teilen des Landes verbesserungswürdig, da eine flächendeckende Versorgung mit Substitutionsmitteln rund um die Uhr nicht überall gewährleistet ist. Ein letzter Punkt, der Sorgen macht. Nicht nur unsere Patienten altern, die substituierende Ärzteschaft selbst altert ebenfalls. Bis zu 50% der substituierenden Ärzteschaft geht in den kommenden 5 Jahren in den Ruhestand. Nachwuchs ist nicht in ausreichendem Maße in Sicht. Die Gefahr der Kriminalisierung dieser Behandlung, die eingeschränkten Vergaberegeln, der hohe Dokumentationsaufwand sowie die Honorierung sind einige der Gründe, die Ärzte davon abhalten, Opioid- oder Opiatabhängige in ihren Praxen zu substituieren. Fazit: Die Zulassung der Substitutionsbehandlung vor über 20 Jahren hat Zehntausenden Menschen das Leben gerettet und hat eben nicht ein falsches Signal für die Prävention der Opiatabhängigkeit gegeben, wie von den vormaligen Gegnern damals befürchtet wurde. Die Zahl der Heroin-Neukonsumenten und der jungen Patienten in Substitutionsbehandlungen hat seit einigen Jahren kontinuierlich abgenommen. Heroin ist out. Und laut Premos liegt, konservativ gerechnet, der Anteil positiver, günstiger Verläufe bei 55%. Zitat: Zusammen mit unklaren Patienten ohne Substitution und solchen mit Behandlungsabbrüchen können maximal 30% als ungünstige Verläufe klassifiziert werden. Schlussfolgerungen und Anregungen. Als erstes: Das Substitutionsrecht muss der Wissenschaft folgen. Eine Überarbeitung der entsprechenden BTMVV-Abschnitte ist überfällig. Zweitens, ebenso dringend ist die Erarbeitung von Curricula für das Medizinstudium und für die Ausbildungsgänge anderer Gesundheitsberufe, also zum Beispiel Hebammen, Krankenpflege, Altenpflege, Physiotherapie, die Abhängigkeitserkrankungen den Umfang einräumen, den sie im medizinischen Alltag haben. Drittens bedürfen spezielle Patientengruppen wie alternde Patienten, Migranten, substituierte Eltern, opioidabhängige Strafgefangene und Patienten mit zusätzlichen psychischen Erkrankungen besondere Aufmerksamkeit, die ihnen derzeit nicht überall in angemessenem Umfang zukommt. Viertens, nicht zuletzt muss das Interesse der Ärzteschaft geweckt werden,
die Behandlung von Opioidabhängigen noch häufiger in hausärztlichen und Facharztpraxen stattfinden zu lassen. Dazu hat Anfang Mai 2013 die Kampagne Machen Sie mit, bitte substituieren Sie Ihre Tätigkeit aufgenommen. Der federführend in diesem Initiativkreis sind die DGS, Akzept sowie die Deutsche AIDS-Hilfe. Unterstützt wird diese Initiative ausdrücklich von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung sowie in einem einmaligen Schulterschluss von den Gesundheitspolitikerinnen und Politikern aller im Bundestag vertretenen Parteien. Anfangs stellte ich die Behauptung auf, dass die Blockade vernünftiger und evidenzbasierter Entscheidungen in der Drogenpolitik schädlich ist, ja tödliche Auswirkungen haben kann. Hamburg hat Ende der 1980er Jahre nach vergleichsweise kurzer politischer Debatte den Weg freigemacht für eine schadensmindernde Drogenpolitik. Daran beteiligt war eine große Koalition der Vernunft. Senat, Ärztekammer und nach einigen Zögern auch das etablierte Suchthilfesystem haben unter dem Druck der Einwohnerschaft von St. Georg, der Polizei, der hamburgischen Landesstelle gegen Suchtgefahren, der lokalen Medien und einer sehr aktiven Gruppe und das Gründungsteam der späteren Palette zum Teil sehr persönlich verantwortete Entscheidungen getroffen, die für die Heroinabhängigen wie für die Stadt selbst im wahrsten Sinne des Wortes den Schaden gemindert haben. Die Verantwortlichen der Stadt waren sogar bereit, im sogenannten Substitutionsvertrag mit Kammern, KV und Krankenversicherungen den Rahmen sehr viel weiter zu stecken, als das nach bundesweiter Regelung eigentlich möglich war. Dieser Vertrag ist Grundlage der Apothekenabgabe in Hamburg, die es so in keinem anderen Bundesland, in keinem anderen KV-Bezirk gibt. Man muss sich das immer vorstellen. Von außen betrachtet ist die Hamburger Situation vergleichsweise golden. Hier wurden in Hamburg die Indikationen für den Behandlungszugang erweitert. Das heißt, wir haben Anfang der 90er Jahre bereits Patienten behandeln dürfen, die woanders keinen Zugang bekommen haben. Es war ja anfangs nur bei schwersten körperlichen Erkrankungen, bei Schwangerschaften nur 6 Wochen und so weiter und so weiter die Behandlung genehmigt. Dieser Vertrag zwischen Kammer, KV, Krankenkassen und Senat hat dafür gesorgt, dass wir sehr wohl in der Lage waren, mit vielen Anträgen und so weiter, aber wir waren in der Lage, innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 3-4 Jahren, 3.000-4.000 Patienten in die Behandlung reinzubringen. Ich denke, das hat vielen, vielen Menschen in dieser Stadt das Leben gerettet. Hier wurden zum einen die Indikationen erweitert und die Abgabe über wohnungsnahe Apotheken etabliert. Seitdem haben in dieser Stadt Heroinabhängige die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden zu entziehen oder sich substituieren zu lassen. Auch das ist ziemlich einmalig. Es fällt auf, dass neben Hamburg nur Frankfurt und mit Einschränkungen auch Köln in Sachen Substitution, Gesundheitsräume, Entzugsbetten und Heroinprogramm bereit waren, kommunale Gelder in nennenswertem Umfang bereitzustellen. Städte also, die unabhängig von der Parteizugehörigkeit der jeweiligen Bürgermeister eine halbwegs ausgewogene Sozialpolitik betreiben und wo wegen der Tradition als Handels- und Bankenstädte auch die Frage üblich ist, was das denn kostet, wenn man es nicht macht. Mein persönlicher Wunsch lautet deshalb, dass Hamburg sich an 2 neuen Initiativen Frankfurts beteiligen sollte. An der Abgabe von Naloxon, also das Gegenmittel bei Heroinüberdosierung, an Konsumenten und ihr Umfeld, um die Zahl der Drogentoten noch weiter zu senken. Und zweitens, Hamburgs Politiker könnten den Mut aufbringen, sich für eine Überprüfung des Betäubungsmittelgesetzes einzusetzen, wie es die Initiative der Strafrechtsprofessoren vorschlägt, insbesondere was den Umgang mit Cannabis betrifft. Drogenpolitisch vernünftig wäre das. Aus hanseatisch-merkantiler Sicht würde sich das auch rechnen. Ganz in echt. Vielen Dank.